Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Liebeszauber heute am 18. August 2017. Ein Herzensmann oder eine Herzensdame kann ich nicht herzaubern. Was ich aber kann, die richtigen Augenblicke erkennen im Leben und auch in den richtigen Ort zu sein. Wo gibt's die Liebesenergie heute? Welche Tierkreiszeichen vermittelt dieses Glück? Das sind gerade die Fischen geboren. Natürlich gibt es eine Verbindung zu Venus-Energie und das spüren sie natürlich nicht nur die Fischengeborenen, sondern auch die Krebsgeborenen und auch die Skorpiongeborenen. Die Möglichkeiten, das Glück ist da. Besonderes für die Fischengeborenen, die am 14., 15. und 16. Februar Geburtstags haben. Aber dieses Glück, diese Liebesenergie sollte man auch bewusst wahrnehmen und ein paar Sachen berücksichtigen. Und das ist die Vergangenheit. Verletzten Gefühlen, nicht nur im Liebepartnerschaft in Vergangenheit, sondern auch in Kindheit. Da braucht man eine Art Heilung oder braucht man eine Befreiung. Dann wichtig ist auch die Selbstliebe, selbst zu sein. Das, was gerade die Tierkreiszeichen Löwe vermittelt. Und das ist das Erste, weil dadurch öffnet sich die Liebesglück, diese Energiefeld. Also wichtig ist die Vergangenheit abschließen. Wenn jemand zurückkehrt von Vergangenheit, führt auch zu Enttäuschungen. Also wenn jemand alleine ist und wünscht sich Glück in der Liebe, Partnerschaft, dann ist die richtige Verhalten in diesem Traum, in diesem Vision Vertrauen. Weil es gibt Neubegegnungen und da sind Möglichkeiten und Chancen da. Wichtig ist, in diesem Vertrauen bleiben. Dann ist auch wichtig die Selbstliebe und auch wichtig die Vergangenheit abschließen. Und nochmal ein Hinweis. Ein vertrautes Gespräch mit Freunden, Freundinnen kann auch ein Hindernis sein. Also lieber schweigen, wenn man eine neue Begegnung hat. Und das war mein heutigen Liebesenergie. Und wir können natürlich auch das Maßgeschnitten bestimmen, welchen Tagen sind günstig für eine neue Begegnung, wo liegt das Glück und vor allem in welchem Ort sollte man bewegen. Also in den richtigen Augenblick, in den richtigen Ort zu sein. Und dafür ist natürlich gut ein Gespräch und das ist auch telefonisch möglich. Unten in Beschreibung sind meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.